Hallo meine lieben Diamonds und herzlich willkommen zu meinem neuen Paint with me. Ja, wie ihr beim letzten Video gesehen habt, ich habe ein Action Haul abgedreht. Ja, ich hatte einfach mal Lust drauf und deshalb habe ich es einfach mal gemacht. Ich gucke mir diese Videos so gerne an und da dachte ich mir, hau ich auch mal eins raus, da ich ja sehr gerne bei Action einkaufen gehe. So, wir machen weiter hier mit dem Schwarz. Ich habe lange nicht mehr an dem Bild gearbeitet. Wird mal wieder Zeit. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ja, beim Gewinnspiel, die Gewinnerin hat sich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, sie hat auch viel Spaß mit dem Bild, das sie ihrer Freundin schenken möchte. Ups. Ich habe die falschen Steinchen vom falschen Bild, glaube ich, genommen. Moment. Ich merke sofort den Unterschied zwischen den ganzen Steinen, die ich habe. Das sind die vom Huakan-Bild. Okay, dann tausche ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, der Gewinn ist auf jeden Fall erfolgt. Wir sind jetzt 1017 und wachsen, wachsen, wachsen und ich freue mich riesig darüber. Also ich finde es toll, ich freue mich. Da weiß ich wenigstens, hey, meine Videos werden gern geguckt. Ja. So. Das kommt dann in den Koffer für die Huakan-Dingsbums. Und dann nehmen wir unsere 310er, die wir hier haben. Wie hat euch denn das Action Haul gefallen? Hättet ihr gerne öfter mal so ein, was ich kaufe? Weil ich kaufe sehr viel für Diamond Painting, wie ihr gesehen habt. Zipbeutel und das Stativ und sogar ein Bild von Action. Wobei ich eigentlich Bilder mit runden Steinchen, ja gut, die sind, machen Spaß, aber sind halt nicht so ganz meins, ne? So, ich muss mich jetzt erstmal wieder reinfuchsen im Diamond Painting. Ich habe nämlich jetzt tagelang nicht so richtig an Bildern gearbeitet. Aber man hat es ja wieder schnell drin. Ja, dann habe ich auch noch eine tolle Sache erlebt. Und zwar hatte ich ein Wutposting gemacht, weil mein Laptop rumgesponnen hat. Und dann habe ich von jemandem aus meiner Facebook-Liste einen Laptop geliehen gekriegt. Bei dem habe ich jetzt Filmora Wondershare drauf zum Videos schneiden. Und dann werde ich dieses Video damit schneiden und mal schauen, wie es wird. Also ich bin gespannt. Kann ja nur gut werden, weil Filmora Wondershare, da komme ich echt gut mit klar. Ja. Ich danke auf jeden Fall dafür, dass mir jetzt dieser Laptop geliehen wurde. Weil mein anderer Laptop, bei dem gingen einige Tasten nicht, bei dem ist dauernd mein Schneideprogramm abgeschmiert. Ja. Also das hat mich tierisch genervt. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich habe mir jetzt erstmal den Laptop geliehen. Und dann schaue ich mal, dass ich mir einen neuen organisiere. Kaufe, sobald ich das Geld dafür habe. Ja. Mit YouTube verdiene ich ja noch kein Geld. Sonst hätte ich mir schon einen Laptop gekauft. Ja. Hätte ich mir schon geholt. Ja. Was gibt's noch? Auf YouTube wachsen im Moment die Diamond Painting Kanäle richtig aus dem Boden. Das ist der Hammer. Also der Trend, der steigt. Und ich bin mittendrin, ne, mit meinen Videos. Gott sei Dank. Und das, obwohl ich das tue, was mir eigentlich nur Spaß macht, ja. Also ich würde diese Videos nicht machen, wenn es mir nicht Spaß machen würde. Mein Mann ist jetzt auch davon überzeugt, dass das gut ist, was ich hier tue, dass es mir auch Spaß macht. Er hat am Anfang gedacht so, ob das richtig ist. Aber inzwischen hat er gesehen, das macht mir Spaß, ich habe Spaß dabei. Und ihr habt auch Spaß, meine Videos zu gucken. Ich verbessere mich so langsam mit Intros, mit Thumbnails, mit Kanalaufbau. Und wenn ihr noch ein paar Vorschläge habt, immer raus damit. Ich
freue mich über jeden Tipp, über jede Idee. Und ja, das mit dem Postfach, das muss ich noch einrichten. Im Moment könnt ihr mir die Briefe nur an meine Privatadresse schicken und die gebe ich nicht so oft raus. Ich muss mir noch ein Postfach einrichten, weil wenn die Abonnentenzahl steigt, steigt auch die Gefahr, dass da irgendwelche Leute zwischen sind, die es auch mal nicht gut meinen könnten. Und da bin ich vorsichtig mit der Ausgabe meiner Anschrift. Ja. Dienstag habe ich Geburtstag, da werde ich 38. Da werde ich wohl abends einen Livestream beginnen. Ich hoffe, dass es mit dem Laptop klappt. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, ich werde es heute nochmal antesten, ob es denn funktioniert. Ja, bei dem Bild hier ist das Problem, das war das erste Bild, was ich von der Diamond Painting bekommen habe. Und ich habe vergessen... Upsala! Ich habe vergessen, die Steine auszusortieren, die etwas kaputt waren. Also die so Splitter an der Seite hatten. Hätte ich das getan... Hui! Gesundheit, danke, gern geschehen. Hätte ich das Aussortieren vorher gemacht, hätte ich nicht Probleme mit erhebenden Steinen gehabt. Es liegt nicht an dem Händler, es liegt an der Produktion der Steine. Also wenn ihr irgendwo ein Bild kauft, wo Steine hochploppen, es liegt nicht am Händler, es liegt einfach nur an Steinen, die Macken haben, die so kleine Nasen an den Seiten haben. Und normalerweise, wenn ich solche Steine sehe, sortiere ich sie aus oder feile sie ab mit einer Nagelfeile. Aber das habe ich hier bei dem Bild komplett vergessen. Das ist dann Eigenverschulden. Aber ich kann am Ende fixieren und von daher, ja, war das halt blöd. Guck mal, jetzt die Lücke, da haben wir die Lücke. So, weil hier habe ich nämlich einiges, was sich erhebt. Aber das wird hinterher eh alles lackiert und dann ist alles fest. Und hinter Rahmen, also hinter Glas kommt es ja eh. Schön bunt, das Bild. Wie ihr hier sehen könnt. Ich habe es schon öfter gezeigt. Ich habe es jetzt aber auch ein paar Tage nicht weitergemacht. Von daher, ne? Mister Bescheid. Ja, und bei dem Action Hole habe ich übrigens das neue Stativ getestet. Das wollte ich auch noch zeigen. Das sieht so aus. Ist nicht aus Plastik, sondern so Alu. Also es ist super. Hat ja auch gut funktioniert. Also man kann näher ranzoomen, man kann näher ranfilmen. Und ich finde es echt gut. Für 1,75 kann man nichts sagen. Also es ist biegbar, man kann die Kamera drehen und wo ist es denn? Da. So runter und wieder hoch. Also ihr könnt euch das auf jeden Fall bei Action holen, wenn es bei euch das schon gibt. Wenn nicht, gibt es ja Actiongruppen, wo auch Leute für andere einkaufen. Also probiert es einfach mal aus. Ja. Wollte ich noch irgendwas gesagt haben? Genau, ach, meine Nase. Ich muss die gleich erstmal putzen gehen. Wie geht's euch allen? Was treibt ihr so Feines? Und Montag ist ja frei. Habt ihr da irgendwas Schönes geplant? Für Pfingstmontag? Ich setze die Steinchen jetzt mal einzeln und haut das auch hin. Kann ich nämlich besser aussortieren. Wenn ich nämlich diesen Vierersetzer benutze, den ich ja also echt gerne benutze, dann kann ich nie aussortieren. Dann ignoriere ich meistens die Steinchen, die für Fehler sorgen. Das Bild ist echt kompliziert, weil sich die Steine so viel erheben. Weil ich halt am Anfang noch nicht so gut Bescheid wusste. Jetzt mittlerweile weiß ich es, aber jetzt ist schon fast zu spät. Jetzt muss ich bei dem Bild halt ausbessern. Aber das funktioniert ja alles. Ja. Komm, wir nehmen erstmal die weißen Steinchen. Die schwarzen haben immer ein bisschen mehr Ausschuss, das ist ganz normal. Wir machen jetzt erstmal mit meinem Hochzeitskleid weiter. Bin sofort wieder da. So, bin wieder da. Dann fixiere ich mal auf den Punkt, wo ich jetzt painten werde. Und schüttel das Schiffchen. Ja. Also, ich habe vor, auf jeden Fall bald mehr Livestreams wieder zu machen. Also, beziehungsweise mit Livestreams endlich mal richtig anzufangen. Ich wollte eigentlich warten, bis unsere neue Leitung da ist.
die erst kurz vor Ende Juni da ist. Aber mit dem Laptop, den ich jetzt hier habe, könnte man es vorher schon versuchen. Ich denke, es könnte klappen. Da müssten wir echt mal schauen. Nee. Also, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? So. Ja, mit dem weißen Steinchen klappt es viel besser. Also die schwarzen haben echt leider einen weg. Da muss ich mich am Ende mit rumfuchteln. Ich mache erstmal die anderen Farben alle. Und ja. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mit dem Stativ gleich näher ran. Bin sofort wieder da. Moment. Dann versuchen wir es mal von der Sichtweise. Und schau mal, ob das angenehm ist. So. Ja. Das geht auch, ne? Ja. Dann würde ich sagen, mache ich hier ein kleines Speedpainting. Also ihr hört jetzt ein bisschen Musik und seht mich ein bisschen painten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Spätestens Dienstag gibt es das nächste Video. Aber erst abends, weil tagsüber feiere ich meinen Geburtstag. Da tut es mir furchtbar leid, da kann ich kein Video online setzen. Aber abends bin ich für euch da. Und Moment, wir machen mal so. So. Genau. Abends bin ich dann wieder für euch da und werde euch berichten, wie es mir geht, wie, was ich so getan habe am Geburtstag. Und werde mal gucken, ob ich den Livestream starten kann am Dienstag. Ihr seht jetzt ein bisschen Speedpainting. Da, viel Spaß dabei.